Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Henkel. Es waren klare Worte, deutliche Worte. Und Sie haben gesehen, wie viel Beifall Sie zwischendurch bekommen haben. Ich glaube, hier ist keiner im Raum, der das nicht versteht, dass wir wirklich auf einem gefährlichen Weg sind und wir letztlich der Zahlmeister sein werden. Nochmal herzlichen Dank. Alles, alles Gute. Ich hoffe, Sie bleiben noch ein paar Minuten hier bei uns. Ich überleite jetzt an die beiden Herren. Ja, vielen Dank nochmal für diesen herrlichen Vortrag. Es wäre sicherlich ein Grund, auch darüber jetzt noch zu diskutieren. Aber Herr Professor Henkel, wir hatten ja vorher schon ausgemacht, dass wir zügig ins Programm gehen und Sie sich vielleicht dann später bei den einzelnen Themen, wenn Sie noch ein bisschen bleiben können, einschalten können. Es geht los, ja, mit dem sehr wichtigen Thema Familie, Familienpolitik. Und ich möchte Herrn Meyer bitten, uns einen kleinen Einblick zu geben in das, was er mit seinem Arbeitskreis an Thesen erarbeitet hat. Bitte schön. Guten Tag. Genau. Und zwar freue ich mich, hier heute jetzt die Thesen unseres Arbeitskreises Familienpolitik vorzustellen. Es ist ein sehr aktiver Arbeitskreis, der sich ungefähr einmal im Monat trifft und der auch eine hohe, würde ich sagen, Diskussionsdynamik hat. Also es gibt ein paar Punkte, die sind da schon umstritten. Zum einen möchte ich Ihnen jetzt zunächst einmal den Familienbegriff vorstellen, so wie wir im Arbeitskreis uns den so zusammengestellt haben. Wir haben uns für einen mehrdimensionalen Familienbegriff entschieden. Und zwar auch vor dem Hintergrund, dass wir uns überlegt haben, womit wollen wir uns in dem Arbeitskreis Familienpolitik überhaupt beschäftigen. Und damit haben wir auch sozusagen den Aufgabenbereich abgestellt. Und diesen Familienbegriff, der mehrdimensional ist, aber sich auch abgestuft ist, in zwei Hauptdimensionen, möchte ich Ihnen hier vorlesen. Nach unserer Auffassung bedeutet Kernfamilie für uns Mutter, Vater und Kind bzw. Kinder. Daneben aber verstehen wir unter Familie auch, erstens, wo jemand auf Dauer Verantwortung für ein oder mehrere Kinder übernimmt. Zweitens, wo zwei Erwachsene im Rahmen einer Partnerschaft auf Dauer füreinander Verantwortung übernehmen. Und drittens, wo Verantwortung für ein Mitglied einer anderen Generation oder einem Geschwisterteil übernommen wird. Darüber hinaus haben wir uns mit konkreten politischen Maßnahmen beschäftigt und sind da schon in drei Punkten zu, beziehungsweise ja, in dreieinhalb Punkten zu konkreten Ergebnissen gelangt. Zum einen haben wir uns in Anknüpfung an das Kirchhoffsche Steuermodell, was ja auch Teil unseres Wahlprogrammes ist, mit der Frage Freibeträge beschäftigt. Und in diesem Steuermodell geht es ja hauptsächlich darum, oder zu einem gewissen Teil darum, dass der Mensch ein Existenzminimum braucht und dass wir dafür einen höheren Steuerfreibetrag haben wollen, als das bislang der Fall ist, nämlich in unserem bislang ausgearbeiteten Modell in Anlehnung an Kirchhoff sprechen wir da von 8.000 Euro. Und diesen Grundfreibetrag haben wir zum Anlass genommen, eben zu sagen, ja, warum soll denn dieser Grundfreibetrag nicht auch für Kinder gelten und damit eine Verschmelzung zwischen Kinderfreibetrag und normalem Grundfreibetrag herbeizuführen. Insofern haben wir uns für einen Grundfreibetrag für alle Menschen ausgesprochen und sehen die Besonderheit in einem Grundfreibetrag nicht in der Höhe, der soll genauso, also Kinderfreibetrag nicht in der Höhe, sondern der soll genauso von der Höhe dargestellt sein wie eben der normale Existenzminimumfreibetrag. Die Besonderheit besteht nur darin, dass Eltern dann diesen Kinderfreibetrag bei sich in der Steuererklärung selbst ansetzen können und dementsprechend eben, wenn es jetzt eine Ehe ist, kann der, wenn der Vater arbeiten geht, er den Teil des Kindes eben bei sich ansetzen und hat dadurch eine geringere Steuerlast. So viel zum Grundfreibetrag für jeden Menschen. Dann haben wir uns überlegt, ja, wie wird denn das Ganze finanziert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns gegen das Ehegattensplitting aussprechen. Hierzu ist zu sagen, dass wir beim Kirchhoffschen Steuermodell ja in der also so wie es vorgesehen ist, ist eine Abschaffung
der Progression, insbesondere der kalten Progression, vorgesehen und sowieso eine Abschwächung der Progression. Und dann macht ein Splitting-Tarif von jeher überhaupt gar keinen Sinn. Und darüber hinaus sind wir der Auffassung, dass Gelder, nämlich 20 Milliarden Euro, die durch die Abschaffung des Ehegattensplittings eingespart werden können, viel bessere in eine direkte Kinderförderung eben besser dort aufgehoben wären. Darüber hinaus haben wir uns intensiv mit dem Thema Kita und Kindergartenpflicht auseinandergesetzt. Wir Berliner sind da prädestiniert. Es gab bei uns, insbesondere in den Medien, ist es ja dazu gekommen, dass Herr Buschkowski, auch außerhalb von Berlin bekannt, sich für eine allgemeine Kita-Pflicht eingesetzt hat. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass es bei uns in Berlin zu extremen Sprachdefiziten bei der Einschulung der Kinder gekommen ist. Wir haben uns mit diesem Thema am intensivsten von allen Themen auseinandergesetzt, haben dazu ein umfassendes Diskussionspapier erstellt, das Sie auch im Internet sehen können. Wir haben uns mit verfassungsrechtlichen Fragen auseinandergesetzt und allgemeinen Pro- und Kontra-Fragen in diesem Zusammenhang. Und wir sind da zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns grundsätzlich gegen eine allgemeine Kita-Pflicht einsetzen müssen. Bei Kita muss man sagen, Kita versteht man den gesamten Begriff, also von 0 bis 6 Jahren. Und insbesondere ausnahmslos, also das ist absolut, gegen eine allgemeine Krippenpflicht, das bedeutet für alle Kinder unter 3 Jahren, aussprechen. Das hat auch verfassungsrechtliche Gründe, also es ist, ich habe es selbst geprüft, meines Erachtens verfassungsrechtlich überhaupt nicht haltbar, eine allgemeine Kindergartenpflicht. Das widerstößt gegen Artikel 6 des Grundgesetzes. Und es sprechen aber auch noch andere Argumente gegen eine Kita- bzw. Krippenpflicht, die Sie alle ausführlich in diesem unserem Diskussionspapier eben nachlesen können. Kann ich Ihnen nur ans Herz legen, da haben wir sehr viel Energie reingesteckt, viele von uns im Arbeitskreis, und wir haben auch einige Experten. Dann möchte ich ganz kurz noch Herrn Eisenhardt, der ganz kurz noch was zu der Frage der besten finanziellen Berücksichtigung sagen möchte. Bessere finanzielle Berücksichtigung von sogenannten Erziehungsleistungen. Der möchte sein Modell dann auch gerne vorstellen. Ja, schönen guten Tag. Ausgangspunkt unserer Überlegungen war, dass es eine offensichtliche Gerechtigkeitslücke gibt, dass die Eltern, die Kinder großziehen und damit ja einen Beitrag leisten, gesellschaftlich für die nächste Generation, dass Gelder reinkommen, Steuergelder reinkommen, selber Karriereeinschnitte dadurch haben und im Alter unter Umständen finanziell oder in der Regel finanziell schlechter gestellt sind als Eltern, die diese Erziehungsleistung nicht leisten mussten. Also wir sehen da eine Gerechtigkeitslücke und haben überlegt, und das ist jetzt auch auf der Ebene erst Diskussionspapier, also wir haben noch keine völlig fertigen Konzepte, wie man dort in Form, wir haben das Elternzusatzrente genannt, dort diese Lücke schließen könnte und zusätzlich damit einen Anreiz zu bieten, dass Eltern auch eine gewisse Sicherheit haben, dass die Gelder, die sie investieren, auch in die Bildung ihrer Kinder, sich auch für sie persönlich irgendwann mal bezahlt machen, dann im Alter. Das war unser Überlegungsausgangspunkt. Es gibt verschiedene Ansätze. Mein Modell, was ich vorgeschlagen hatte, ging dahin, dass man ganz konkret die Steuern, die die Kinder dann dieser Eltern irgendwann mal zahlen, auch als Grundlage nimmt für die Erhebung der Elternrente. Wie das im Detail aussehen sollte, ich bin kein Steuerfachmann auf dem Entschuldigung, Gebiet. Entschuldigung, okay. Ich muss hier leider unterbrechen, aufgrund des zeitlichen Rahmens. Okay, danke schön, ich bin auch zu Ende. Okay. Vielleicht können die Leute auch dazu Fragen stellen, noch speziell zu dem Punkt, dann später. So, wir machen nahtlos weiter und diskutieren nachher die Kurzvorträge en bloc. Als nächstes möchte ich Herrn Dr. Groß ans Rednerpult bitten. Er hat sich Verstärkung mitgebracht. Wird vielleicht nachher dann selbst eingeführt. Bitte schön, Herr Dr. Groß. Ich habe mir auch eine kleine Uhr mitgebracht, damit es nicht zu Überziehungen kommt. Also das erste Mal, sehr geehrter Landesvorstand, sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten uns als Arbeitsgemeinschaft Gesundheitspolitik in der AfD Berlin für die Möglichkeit bedanken, hier unsere Ideen vorzustellen.
zu? Ach, Sie können eigentlich gleich alle Punkte nehmen. Das ist jetzt nicht so von Relevanz. Nun, das Thema Gesundheitspolitik, dass das Relevanz hat, ist uns im letzten Wahlkampf klar geworden. Flyer und Flugblatt unserer AG haben im Straßenwahlkampf gute Resonanz gefunden. Das hat uns motiviert, an dem Thema weiter zu arbeiten. Und Probleme im Gesundheitswesen gibt es ja genug. Hier ein paar aktuelle Schlagzeilen aus der Presse. Zwei-Klassen-Medizin, Privatpatienten werden bevorzugt, Ärztemangel, medizinische Versorgung auf dem Land gefährdet, jede zweite Wirbelsäulenoperation ist sinnlos, so liest man in der Presse. Solche Missstände haben nach unserer Auffassung grundlegende Ursachen im System und können deshalb auch nur mit einer Systemlösung beantwortet werden. Wo liegt der Knackpunkt? Die angesprochenen Probleme resultieren nach unserer Meinung fast ausschließlich aus dem Sachleistungsprinzip der gesetzlichen Krankenkassen. Das ist erstmal ein bürokratisches Wort. Aber kurz zusammengefasst meint Sachleistungsprinzip Folgendes. Medizinische Probleme werden nach staatlich festgelegten Kriterien identifiziert. Staatliche Experten legen fest, wie man dann diese medizinischen Bedürfnisse befriedigt. Dem Arzt sind in Deutschland zunehmend die Hände gebunden und der Staat selbst stellt die entsprechenden Leistungen dann für die Patienten unentgeltlich zur Verfügung, eben als Sachleistung. Für uns ist dieses Sachleistungsprinzip nichts anderes als eine Umschreibung für Planwirtschaft. Der Staat definiert die Bedürfnisse des Bürgers und befriedigt sie dann unter Umgehung des Marktes. Und deshalb sehen wir im Moment auch die Sozialismus- oder Planwirtschaft typischen Probleme. Wartezeiten, chronische Unzufriedenheit der Patienten, fehlende Leistungsanreize für die Leistungserbringer, zum Beispiel auch für den Arzt auf dem Land, und die typischen Fehlallokationen, also die unerklärliche Flut von Wirbelsäulenoperationen und Herzkathetereingriffen. Kein Wunder, dass in einem solchen System die private Krankenversicherung zum Feindbild wird. Führt sie doch eklatant vor Augen, dass es auch anders geht. Natürlich sind wir deshalb auch strikt gegen die Einführung einer Bürgerversicherung, denn die wäre ja nichts anderes als die flächendeckende Ausweitung dieses Sachleistungsprinzips auf alle Patienten. Unsere Alternative, in groben Zügen ausgedacht, lautet deshalb: Die gesetzlichen Krankenkassen müssen flächendeckend durch, ja wahrscheinlich private, und nach dem Kostendeckungsprinzip arbeitende Versicherungen ersetzt werden. Jeder Deutsche kann zum Privatpatienten werden, wenn wir das wollen. Das ist keine Utopie. Länder wie die Schweiz, Niederlande und zu Teilen auch Singapur zeigen, dass es geht. Und solche Länder, die liegen übrigens im internationalen Vergleich der Gesundheitssysteme immer deutlich vor Deutschland. Die Basis unseres ausgedachten Modells bildet eine Grundsicherung, die alle wesentlichen Leistungen abdeckt. So wie die Haftpflichtversicherung des Autofahrers ist sie für jeden Pflicht. Zuzahlungen stellen dann sicher, dass diese Grundleistung finanziell nicht aus dem Ruder läuft. Und durch Zusatzversicherung kann sich dann jeder individuell seine Bedürfnisse realisieren. Wer eben Komplementärmedizin will, versichert sich eben entsprechend. Bei sozialer Bedürftigkeit springt natürlich der Staat ein. Aber soziale Ausgleichszahlungen und Zusatzleistungen, wie zum Beispiel Krankengeld, gehören nach unserer Meinung nicht in dieses System. Sie müssen steuerfinanziert erbracht werden. Natürlich sind wir auch Realisten und sehen, dass es im Moment keine Möglichkeit gibt, das Gesundheitssystem prinzipiell umzustellen. Und deshalb haben wir auch einige konkrete Probleme definiert, bei denen, so finden wir, die AfD den Finger in die Wunde legen sollte. Und hier ist nach unserer Meinung zuallererst das völlig aus dem Ruder gelaufene Fallpauschalensystem der Krankenhäuser zu nennen. Man hat uns hier eine Mogelpackung verkauft. Statt medizinische Überkapazitäten bewusst abzubauen, hat man so eine Art Einsparautomatismus implementiert, eben diese Fallpauschalen. Und die sollten dann quasi wie von Geisterhand diese Überkapazitäten abschmelzen durch erzwungene Einsparungen.
Also kein Politiker würde sich mit Klinikschließungen unbeliebt machen müssen. Und das ist auch einer der Hauptgründe für diese Fallpauschalen. Zu was hat das geführt? Deutschland ist mittlerweile makaberer Einsparweltmeister. Nirgendwo auf der Welt steht so wenig Krankenpflegepersonal pro Patient zur Verfügung wie bei uns. Tendenz fallend. Denn, und das wissen die wenigsten, in deutschen Krankenhäusern gibt es keine verbindlichen Standards, wie viel Pflegepersonal pro Patient vorgehalten werden muss. Das entscheidet individuell der Geschäftsführer nach Kassenlage. Deshalb wäre es an der Zeit, dass unsere neue Partei die Initiative ergreift und sich mit der Forderung nach Mindestpersonalstandards in deutschen Kliniken profiliert. Es wäre dann die einzigste und erste Partei, die das tut. Nun, bald beginnt auch der Europawahlkampf und auch hier hat die AfD Gelegenheit, sich gesundheitspolitisch zu exponieren. Wir sehen zum einen durch die unkontrollierte Liberalisierung des Arbeitsmarktes in Europa deutliche Belastungen auch finanzieller Art auf das deutsche Gesundheitssystem zukommen. Das muss jetzt geregelt werden, bevor Krankenhäuser und Arztpraxen auf unbezahlten Rechnungen sitzen bleiben, was jetzt schon teilweise der Fall ist. Wir sehen aber auch durch die Liberalisierung des Arbeitsmarktes in Europa eine Chance zu einer Verbesserung des Gesundheitssystems. Wir werden, und darüber müssen wir uns alle realistisch im Klaren sein, in Zukunft zunehmend auf die Zuwanderung von medizinischem Personal aus anderen europäischen Ländern angewiesen sein. Aber bisher gibt es keine klaren Standards, Richtlinien und Prozesse, wie hier zu verfahren ist. Ich denke zum Beispiel an Sprachprüfungen und die Gleichsetzung von beruflichen Qualifikationen. Und außerdem als letzter Punkt stellen wir fest, dass es Verschiebungen und Ungleichheiten auf dem Arzneimittelmarkt gibt. Es ist eigentlich unerklärbar und auch untragbar, dass Medikamente in Deutschland wesentlich teurer sind. Hier muss auf europäischer Ebene eine Änderung oder Liberalisierung stattfinden. Also Sie sehen, Gesundheitspolitik ist durchaus ein lohnender Punkt, auch für eine neue Partei. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, dann bitte Herr Professor Eck zur Bildungspolitik. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe die Ehre, Ihnen heute die Ergebnisse oder den Stand der Diskussion im Arbeitskreis Bildungspolitik vorzustellen. Mein Vortrag gliedert sich in zwei Teile. Ich werde zunächst allgemeine Bemerkungen zur Bildungspolitik machen und dann auf drei Schlüsselherausforderungen, drei Schlüsselbegriffe eingehen, nämlich Bildungsgerechtigkeit. Ich werde eingehen auf Heterogenität und auf die Frage nach der Qualifikation. Grundsätzlich sollte Bildungspolitik als Ausgangspunkt unsere Kinder, Jugendlichen und Jugenderwachsenen haben. Sie sind das Wertvollste, was wir haben. Sie sind unsere Zukunft. Von ihrer bestmöglichen Förderung profitieren wir letztendlich alle. Aber was sind die Grundlagen dieser Förderung? Zunächst gründet vorschulische, schulische und berufliche Bildung auf den bildungswirksamen Voraussetzungen familiärer Erziehung. Es gilt, dieser Grundlage wieder die ihr gebührende Aufmerksamkeit und Unterstützung zuteilwerden zu lassen, unabhängig davon, ob Eltern zu Hause bleiben möchten, um ihre Kinder großzuziehen, oder ob sie Kinder und Beruf miteinander vereinbaren wollen. Die zweite wichtige Grundlage sind exzellente Betreuer und Ausbilder in Kindergarten, Schule und Ausbildung. Die Berufe des Erziehers und des Lehrers müssen endlich die ihnen gebührende Wertschätzung und Professionalisierung erfahren. Es genügt dabei nicht, einfach mehr Geld in das Bildungssystem zu stecken. Wir brauchen eine Kultur, in der man Lehrer und Erzieher als Persönlichkeiten mit ihren Ecken und Kanten wertschätzt und denen man auch im Konfliktfall auch Rückendeckung gibt von Seiten der Schulbehörde und der Schulleitung. Lehrer und Erzieher dürfen auch nicht dauernd mit schlampigen und unrealistischen Reformen überzogen werden. Zum Dritten
brauchen wir einen klar definierten Bildungs- und Erziehungsauftrag. Wir treten für eine umfassende Bildung ein, die Persönlichkeiten formt und nicht nur fragmentierte Kompetenzen vermittelt. Das Bildungssystem, das steht auch gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten in der Verantwortung für die Erziehung der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen zu verantwortungsvollen Menschen, die ihr Leben meistern können. Bildung darf daher nicht auf wirtschaftliche Aspekte reduziert werden, wie es etwa in der Strategie Europa 2020 geschieht. Das ist der wirtschaftspolitische EU-Rahmenplan. Aufbauend auf diesen Grundlagen kann man sich dann den Herausforderungen an die Bildungspolitik stellen, und ich möchte hier drei von ihnen herausgreifen. Bildungsgerechtigkeit, Heterogenität und Qualifikation. Das haben viele von Ihnen wahrscheinlich schon gehört. Das sind Begriffe, die basieren auf einem echten Problem, sind aber im politischen Alltag zum Teil bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Und wir wollen diese Begriffe wieder auf ihren Kern zurückführen. Fangen wir mit der Bildungsgerechtigkeit an. Wir definieren diesen Begriff so, dass jeder zu bildende Mensch, unabhängig von Herkunft, Geschlecht und sonstigen Faktoren, genau das Ausmaß an Bildung bekommt, was er braucht, um seine Fähigkeiten optimal entfalten und anwenden zu können. Bildungsgerechtigkeit setzt eine klare Ausdifferenzierung und Profilierung der Ausbildungsangebote voraus. Die muss allerdings mit einer hohen Durchlässigkeit verbunden sein, um biografischen Entwicklungen Rechnung tragen zu können. Wir lehnen hier die einseitige Fixierung von Bildungspolitik auf höhere Schulabschlüsse ab, denn wir brauchen Menschen mit abstrakten wie mit praktischen Fähigkeiten. Wir müssen folglich einen Schwerpunkt auf das heutzutage viel zu vernachlässigte duale System der beruflichen Aus- und Weiterbildung legen. Und nicht zuletzt, Bildungsgerechtigkeit kann nicht über zu kurz greifende, simplifizierende Zahlenwerte definiert oder simuliert werden, zum Beispiel durch möglichst hohe Studierquoten oder Notenschnitte. Der zweite Begriff ist die Heterogenität. Wir sehen menschliche Vielfalt als Wert und nicht als Problem. Um die Startchancen aller Kinder und Jugendlichen aber dennoch zu optimieren, muss institutionalisierte Bildung so früh wie möglich einsetzen, zum Beispiel in einem obligatorischen Vorschuljahr. Ein Schwerpunkt hierbei liegt auf dem Erwerb und dem Ausbau adäquater Deutschkenntnisse. Nur so ist der gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe möglich. Es kann aber nicht Ziel des Bildungssystems sein, Begabungsunterschiede vollständig auszumerzen. Menschen sind verschieden und werden es auch immer bleiben. Bei diesem Thema fällt oft der Begriff der Inklusion. Selbstverständlich ist es eine wichtige Aufgabe, Menschen dabei zu helfen, individuelle Einschränkungen zu überwinden, die sie am Erwerb von Bildung hindern. Aber Inklusion darf kein Selbstzweck sein. Sie muss dort ihre Schranken finden, wo sie den zu Inkludierenden, aber auch der Gruppe, in der sie inkludiert werden sollen, mehr schadet als nützt. Man denke hier nur etwa an die unterschiedlichen Herausforderungen, die bei der Inklusion Körperbehinderter entstünden, im Gegensatz zu der, die bei der Inklusion verhaltensauffälliger Kinder entstünden. Als letzten Begriff will ich den der Qualifikation herausgreifen. Konkret geht es hier darum, dass Abschlüsse und Noten im Bildungswesen wieder aussagekräftig und ein Beweis von Leistung sein müssen. Gerade für soziale Aufsteiger ist es wichtig, sich über ihre Leistung definieren zu können. Ihnen wird durch entwertete Qualifikationen somit der größte Schaden zugefügt. Meine Damen und Herren, ich habe in den letzten Minuten versucht, Ihnen den Rahmen unserer Programmatik für die Bildungspolitik zu skizzieren. Die nächsten Schritte sind nun, diesen Rahmen konkret für die Bedürfnisse der Europa- und der Kommunalpolitik umzusetzen. Die Alternative für Deutschland gibt uns die Gelegenheit, den gesunden Menschenverstand auch für diese Aufgabe fruchtbar zu machen. Ich freue mich auf diese Arbeit und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus